Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition auf Seiten der Not. Ausnahmezustand, ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Ja, es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, als ich das gespielt habe. 9 Tage, um genau zu sein. Und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir hier in dieser Mission mit den coolen Chemiekriegern waren. Genau, und da würde ich sagen, machen wir da einfach mal weiter. Ja, Sonntagabend, liebe Leute. Wochenende bald wieder vorbei, aber nicht schlimm. Tja, doch, Wochenende Ende ist immer scheiße. Aber gut, ich meine, man hat ja trotzdem hier noch Command & Conquer. So, die Einheit, die hat gar nichts gebracht. Okay, so. Dann gehen wir einmal mal weiter. Wir waren ja beim letzten Mal hier oben und haben hier oben die Basis gefunden, richtig? Ja, ich glaube, das war so. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal direkt mal weiter. Diese Einheiten, die kriegen ja zum Glück keine Schaden, wenn die durchs Zivilraum rennen. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Unterschied von dieser Einheit zum herkömmlichen Flammenwerfer. Und ja, es ist ziemlich gut. Und wir sind jetzt vor der Basis angekommen, da würde ich mal speichern. Weil ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen werden hier mit diesen Einheiten. So. Aber einfach mal drauf, da komm. So, komm. Und bam, und bam. Sehr schön. Gut. Ist ein Jeep. Und bam, und bam. Ups. So, Leute, da würde ich sagen, wir waren ja beim letzten Mal schon ziemlich weit in der Mission, ne? Oh nein, das ist unfair jetzt. Das darf einmal die Jeeps da angefahren kommen. Ich glaube, das könnte knapp werden, wa? So. So, bam. Und bam. Der Jeep, der macht mich jetzt platt, wa? Tatsächlich, der Jeep, der macht mich kalt. Unfassbar. Unfassbar. Aber gut, gut, dass ich da gespeichert habe. Eben meine Fresse. Das ist ja echt. Die Jeeps, ey. Was wollt ihr mit euren Jeeps hier, hä? Was wollt ihr mit euren Jeeps? So. Die wollen hier. Ihr werdet hier flambiert, Leute. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So. Und bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. So, dann auf den Jeep und dann schaffe ich wieder nicht. Scheiße, Leute, nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder platt gehen. Nicht schon wieder kaputt gehen. Verdammt. Ach, Leute, ihr habt keinen Bock auf Chemiekrieg, ne? Ist auch nicht zu verwerfen, ist auch nicht verwerflich, aber wartet mal. Da kommen doch irgendwie gleich zwei Jeeps angeschissen, ne? Wo kommen die denn immer her? Sag mal. Ja, gut, egal. Ich muss das mit diesem Flammenpanzer schaffen. Mit diesem einen Flammenpanzer muss ich das schaffen. So. Dann auf den Jeep einfach. Die Manneken, die gehen nämlich so drauf. Genau. Dann kommen jetzt die Jeeps. Glaube ich zumindest, Leute. Wo bleiben die Jeeps? Die kommen erst, wenn ich da reinfahre, oder was, ne? Ja, ja, die kommen da angeschissen. So. Ja, gut, das ist aber kein Problem jetzt in dem Fall. Oh, die Flammenwerfer, die könnten aber echt mal mehr aushalten, ey. Hey, das ist doch gut gegangen, Leute. Das ist doch echt gut gegangen. Gut, dann würde ich sagen, Mission 4 Add-on. Und, ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Wir müssen hier einige Forschungsgebäude, glaube ich, platt machen, ne? In dieser Basis. Die Frage ist halt, was sind das für Gebäude? Ne? Ach, die Dinger? Forschungsanlage, ich glaube. Zerstören sie die Biozentren. Wartet mal, ich speichere das nochmal vorher, bevor das hier falsch ist, was ich da mache. Aber Forschungsanlage hört sich doch gut an, eigentlich. Na komm. Okay, das war schon mal richtig. Da ist noch eins, Leute. Noch ein Biozentrum hier. Ein Zentrum der Biologie.
So, dann machen wir das mal weiter. Ist noch eins drinne. Krass. Ja, ja, hier die GDI. Was macht die hier für Sachen, ne? Vor allem die Not dafür alles verantwortlich machen, aber selber hier so einen Scheiß machen, ne? Klar. Das ist mal wieder typisch, aber hä? Leute? Oh nein! Nein! Komm bloß ab aus der Range! Oh, Gott sei Dank, ey. So. Holy fuck. Okay, gut. Das war schon mal knapp. Eine explosive Ladung hier, ey. Oh Mann, gut. Dann ist das aber danach erledigt, glaube ich. Und Bots. Und Bots. Und Bots. So. Ist hier hinten noch was? Hier unten ist nur ein Radar. Was soll ich hier noch machen? Hier ist doch... Das sind doch nur die Forschungsgebäude da. Hä? Was soll ich denn machen, Leute? Es ist hier noch was drin. Bei dieser Energie. Wartet mal, ich speichere das Ding nochmal. Lassen Sie alle anderen Gebäude intakt. Ja, zerstören Sie alle Biozentren. Ja, toll. Wenn ich hier, wenn ich hier nichts mehr finde, dann ist das doch komisch, oder? Das ist jetzt gerade echt mysteriös. Wartet mal. Hier hinter diesem Radar vielleicht noch. Hallo? Was soll ich hier machen? Das ist aber wieder, auch wieder geile Informationen, ey. Zerstören Sie Biozentren, ja, toll. Hier in der Basis habe ich alle platt gemacht. Ach, meine Güte, Leute. Diese Missionsbeschreibung, ey, die ist doch wieder drauf ausgelegt, dass wir hier verarscht werden. Keine Ahnung, ey. Schau euch das an. Vielleicht ist hier noch was drin, ne? Ah, vielleicht ist da noch was. Das kann sehr gut sein. Das kann sogar sehr gut sein. Wartet mal, was haben wir denn hier noch? Nee, nur ein Dorf. Leute. Scheiße. Ich dachte, ich habe diese Mission schon geschafft, wenn ich hier in die Basis reinfahre und die Dinger hier platt mache, aber... Eigentlich, keine Ahnung, komisch. Da fehlt noch ein Gebäude, Leute. Da könnt ihr mir doch nicht erzählen. Da fehlt noch ein Gebäude. Ihr wollt mich wohl verscheißern. Wenn ich das Radar platt mache, dann ist es verloren, ne? Wenn ich Energie platt mache, auch. Wartet mal. So. In einer Lage gelegen wird Ionenforschung betrieben. Vielleicht muss ich das hier noch platt machen. Das kann sein. Weil das ist ja für den Ionenwerfer. Das repariert der nämlich auch. Seht ihr das? Aber ich glaube, wenn das kaputt geht, habe ich verloren. Ja. Hä? Was soll ich hier machen, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Was soll ich hier machen? Hier habe ich nichts übersehen, ne? Nö. Was ist hier? Nee, das ist nur ein Typi. Hier unten? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Leute. Och, was soll denn das? Och, Leute. Was soll denn der Scheiß jetzt? Was soll ich denn hier noch platt machen? Jawohl, Sir. Breche auf. Da kann kein Gebäude sein. Vielleicht hier unten noch. Das kann vielleicht sogar noch sein, ne? Dass hier unten noch was ist. Sofort, Sir. Bestätigt. Sofort, Sir. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Ja. Energie platt machen? Glaube ich nicht. Mach mal die Energie platt. Fahr rein, komm. Mach die Energie mal platt. Ne, das kann es ja auch nicht sein, ne? Da muss ich vielleicht tatsächlich nochmal schauen. Einsatz fehlgeschlagen, ja. Puh. Da
muss ich jetzt gerade echt mal schauen. Wartet mal. Da muss ich gerade tatsächlich einen kleinen Guide mir mal angucken. Wartet mal. Bleibt mal dabei. So. Wartet mal. So. Der Zugang im Süden der DJI-Basis. Ja, ja. So, während uns einer das ist. Okay. Was soll man denn da machen, Mensch? Das ist gerade ein bisschen kompliziert. Leute, wisst ihr was? Ich lese mir das mal durch und bin ich gleich wieder da. Okay? Ja gut, da hätte ich euch jetzt auch drauf lassen können. Wir müssen noch alle im Bürgerblatt machen, tatsächlich. Ja, das sagt uns natürlich keiner, ne? Das ist so bescheuert, echt. Gut. Wir müssen noch alle Bürger hier platt machen. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann kommt immer hier runter. Du auch, lieber Panzer? Ja, das sagt einem natürlich kein Schwein, ne? Dass wir hier noch die Leute platt machen müssen. Die ganzen Bürger hier. Hier, den hier. Und wartet mal. Da oben ist, glaube ich, auch noch einer, ne? Wir müssen noch alle Leute hier platt machen. Oh, Mann. Ja, das kann jetzt dauern, Leute. Tut mir leid. Fuck. Naja, gut. Egal. So. Gibt's hier irgendwen, der hier noch rumtüppelt? Nein. Okay, sehr schön. Wo bleiben meine Chemiekrieger? Da laufen meine Chemiekrieger. Ich muss tatsächlich noch hier alle Leute platt machen. Ey, das ist doch bescheuert, ey, wirklich. Da sagen die, man muss nur Forschungsbasen kalt machen. Nein. Man muss hier auch alle Leute platt machen. Ja, toll. Den Panzer lasse ich jetzt da. Die Chemiekrieger, die reichen schon. Woher soll man denn das wissen? Das ist ja echt so, ey. Woher soll man wissen, dass man hier scheiß Zivilisten platt machen muss? Dass man hier so scheiße sein soll, ey. Mann. Ja gut, gehen wir das noch an. Ah, bam. Gehen wir die noch durch. Und dann sollten wir das doch geschafft haben hier. So. Und zack. Ja. Hier, wir schwingen hier unsere Chemiekeule. Ja. Das ist typisch Not mal wieder. Chemiekeule ist nie gut. Weder im Chemieunterricht noch im echten Leben. Ja. Ist immer uncool, chemische Kriegsführung. Aber gut, die wollen es ja hier nicht anders, ne? Dann mach du bitte noch diese Frau da platt. So, damit das hier ein bisschen schneller geht, komm. So, die Shelly noch da unten. Die Shelly noch hier, komm. Ja, und dann war's das, glaube ich, ne? Ne? Irgendwo existiert noch da. Da existiert noch einer. Gut, aber Mission 4 Add-on. Was ein Kack. Aber ich glaube, dann haben wir das jetzt auch. Komm schon, die Chemiekeule. Ja. Das ist doch bescheuert, ey, echt. Naja, gut. Dann haben wir das. Oh, Cutscene. Sorry, aber die Dinger sehen komisch aus. Die sehen zweideutig aus, Leute. Jetzt hört doch mal auf. Oh mein Gott. Oh je. Ich bedarf dazu keines weiteren Kommentars. Gut, liebe Leute. Wir haben wieder eine Bonusgalerie freischalten. Diagnose Tiberium. Alles klar, dann würde ich sagen, gucken wir uns die nochmal an hier. Was haben wir denn hier? Ah, ein Bildchen.
Bitte niemand in die Kamera gucken. Gut. Werbefoto mit Dwight Okahara von Audio, Joe Bostich, Designer und Programmierer und Bill Randolph, Programmierer. Joe hat Command & Conquer bei Westwood mitgestaltet, war 2003 an der Gründung von Petroglyph Games beteiligt und schloss schließlich den Kreis als Kreativdirektor des C&C Remasters. Okay. Das sind also die tollen Mitarbeiter, denen wir dieses Meisterwerk zu verdanken haben. Kudos an euch. So, dann würde ich mal sagen, Missionsauswahl. Wir waren hier. Es sind noch 4 Missionen. Mantel und Degen. Alles klar, dann schauen wir da doch einfach mal rein. Könnte was mit dem Tarnpanzer zu tun haben, ne? Mantel. Oh. Katzi. Die geile Lache vom Kane, ey. Tatsächlich, ein Mantel des Schweigens. So. Die GDI hat eins unserer MBFs abgefangen und erbeutet. Wir wollten mit Hilfe des Fahrzeugs eigentlich in der Region Fuß fassen. Holen Sie das MBF zurück und radieren Sie die GDI restlos aus. Oh, das kann ja heiter werden. Wir haben auf jeden Fall eine Basis hier zu bauen. Das kann heiter werden, Leute. Wir haben einen Tarnpanzer. Ich will so wenig Stress hier wie möglich machen. Oh. Ach, jetzt ist mein Timer da oben wieder im Arsch. Wartet mal. hier 10 Minuten. So. Meine Uhr ist jetzt wieder an. Und, ja, ich weiß ja nicht, wo ich hier hin muss, ne? Das ist... Alter. Nein. Nein, hier nicht. Okay, da nicht. Da auch nicht. Okay, da sind Kampfpanzer. Gut, also hier hoch. Na gut. Leute. Die Mucke ist auch irgendwie crazy hier, ey. So. Oder hier vielleicht her? Ich weiß es nicht. Sagt mir ja auch keiner was, ne? So, einfach nicht zu nah an die gegnerischen Einheiten dran. Dann passt das schon. So, Mantel des Schweigens. Hier, Mantel des Schweigens. Das ist eigentlich eine richtig coole Einheit. Aber, das ist halt ein viel zu teures Teil. Ne, das ist einfach so. Und dann bin ich mal gespannt, wo hier das MBF sein soll. Wir haben bald die ganze Karte erkundet. Ah! Ach, da oben! In der Basis drin. Ja, toll. Scheiße, ey. Wie soll ich mit einer Einheit den MBF da rausholen? Alter Schwede. Steht schon ein Mammutpanzer zur Begrüßung. Noch einer! Oha. Fahr nicht zu nah an dem Ding vorbei, ey. Okay, hier nicht. Oh Gott. Ah, shit. Muss ich, glaube ich, nochmal machen. Ja, ja. Ja, muss ich nochmal machen. Shit. Aber jetzt weiß ich ja schon mal, wo es ist. Na, jetzt weiß ich ja schon mal, wo das ist. Aber wie soll ich den MBF da oben aus der Basis rausholen? Wie soll das gehen, Leute? Wie soll das gehen? Ein MBF ihn aus der Basis rausholen, die voll befestigt ist. Gut. Muss ich mal überlegen, wie das funktionieren soll. Pff, die Add-on-Missionen, die sind ja immer zum Verscheißen, ey. Das ist... Ja, gut. Und wo soll ich die Basis hinbauen? Hier ist ein Dorf. Wartet mal. Holen Sie das MWF zurück. Ja, toll. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Da stehen zwei Mammuts rum. Leute. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Ich kann doch unmöglich... Hier könnte ich meine Basis aufbauen, aber ich kann doch unmöglich den MBF da so rausholen. Das geht doch. Das funktioniert doch nicht.
Das funktioniert doch nicht. Check ich nicht. Check ich nicht. Leute. Hä? Wie soll man das machen hier? Wollt ihr mich verkacken? Ihr wollt mich echt verkackeiern, ne? Kann das sein? Verstehe ich nicht. Aber gut. Vielleicht gibt es ja hier rechts noch irgendwie was, was wir noch mitnehmen können. Keine Ahnung. So, was haben wir denn? Okay. Und auf jeden Fall zu viele gegnerische Einheiten. So, Leute. Hier ist noch eine Basis. Schaut mal da, hier ist noch eine Basis. Ja, was haben wir denn hier? Wartet mal. Ah, die Raketentürme, die sind... Ach du Scheiße! Ja, toll. Och, Leute, nein. Da muss ich vielleicht gleich nochmal gucken, wie ich das mache, ne? Shit, ey. Da steht auch hier nichts irgendwie als Tipps oder so, ne? Und es ist mir so, ja, toll. Toll, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber gut. Es ist halt das Add-on, ne? Das ist immer fies hier. So. Also diese Basis auf jeden Fall auch nicht. Oder reicht das für... Wartet mal. Mission 5 Add-on. Reicht das, wenn ich einmal auf eine Energie schieße, dass die Raketentürme aber nicht mehr funktionieren? Kann das sein? Nein, auch nicht. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Das mit der Energie hat nicht geklappt. Okay, das ist verdammt interessant. Aber wartet mal. Fahren vielleicht die ganzen Einheiten dann raus, ne? Aber ich komme ja in die Basis hier auch nicht rein, ohne Aufmerksamkeit zu erwecken. Also irgendwas ist da echt faul gerade dran, ey. Was zur... Ja klar, jetzt machen die einen Bauhof platt. Ja, toll. Ja, super. Das kann man doch nicht. Ey. Was ist denn das? Dass ich irgendwie in dem Dorf da irgendwas machen muss? Ach, wartet mal. Laden, komm. Mach doch Laden hier. So. Tja, Leute, dann haben wir in dieser Folge eigentlich keinen großen Fortschritt. Es tut mir leid, aber es gibt mir ja keiner Tipps. Die wollen mich ja alle verarschen hier. Dass ich hier in dem Dorf vielleicht irgendwas platt machen muss? Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht. Also vielleicht hier? Nee, das kann nicht sein. Jetzt habe ich auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt, aber... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Gibt es hier keine Verstärkung? Das schaffe ich doch so nicht. Otto! Okay. Ich gehe lieber hier unten her. Aber das kann doch auch nicht sein. Wartet mal, das kann doch nicht sein. Ja, komm. Macht euch gegenseitig platt. So. Gibt's hier nichts? Hä? Was zur Hölle? Nö, irgendwie nicht. Was machen die Die Mammuts? Okay, die Mammuts. Okay, was geht hier ab? Die fahren die... Was zur... Okay. Die Mammuts sind weg. Ja. Aber wartet mal. Da komme ich doch nicht durch. Mission 5. Na, jetzt on. So. Da komme ich doch nicht durch. Weil ich immer an einem scheiß Turm vorbeifahre, genau.
super, aber ich kann den jetzt hier platt machen. So. Aber ich komme doch mit dem nicht raus. Das ist ja auch so ein Scheiß. Ich komme doch mit dem nicht raus hier. Wartet mal, geht das? Funktioniert das? Nee, keine Chance. Schau euch das an. Oder? Wartet mal. Oh, oh, doch. Okay, aber wo soll ich mich jetzt hier aufbauen? Bestätigt. Ich habe auf jeden Fall jetzt den Bauhof. Aber wo soll ich mich hier aufbauen? Da kommen die Mammuts wieder. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Bau die einfach mal hier auf. So. Dann Wohnkraftwerk. Neue Bauoption. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier mich aufbauen soll. Scheiße. Oh Mann. Jetzt kommt der Mammut auf. Fuck. Konstruktion fertig. Bau eine Hand von Not. Komm. Boah, macht der viel Schaden. Boah, macht der viel Schaden, ey. Ohne Scheiß. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Jawohl, schon dabei. Jawohl, da. Schon dabei. Fertig. Boah, ey. Fertig. Nee. Keine Chance, Leute. Gut, dann weiß ich da leider auch keinen Ausweg. Tja, Leute, dann gucke ich da mal nach und kann ich trotzdem sagen, wenn euch diese Folge hier trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.